testen wir heute? Heute testen wir den neuen Head Extreme Pro. Hey Max, Glückwunsch nochmal zu dem Schlägertest, den du ja gewonnen hast über die neue Head Extreme Reihe. Wie fandest du den Schläger? Wir hatten ja einen coolen Tag, haben ein paar Punkte auch gespielt. Ja, ich fand den Schläger sehr gut. Man bekommt sehr viel Kontrolle durch den Schläger. Er generiert nicht so viel Speed dadurch. Spin bekommt man sehr viel durch den Schläger auch. Ich war sehr zufrieden mit dem Schläger insgesamt. Wir haben ein paar Punkte gespielt. Mir kam es auch so vor, als ob du dich sehr wohl mit dem Schläger gefühlt hast. Und jetzt ist für die Zuschauer natürlich total interessant, wem würdest du denn den Schläger empfehlen? Auf jeden Fall eher ambitionierten Turnierspielern, nicht so den Hobbyspielern, weil dafür ist der ein bisschen zu schwer. Du spielst jetzt den Speed. Wenn du die beiden vergleichen würdest, vielleicht für die Leute draußen, die den Speed spielen? Ja klar, der Speed gibt mehr Speed, wie er schon sagt. Mhm. Man bekommt deutlich mehr Power, aber für Leute, die einen schnellen Arm haben, ist auf jeden Fall der Extreme der deutlich bessere Schläger, weil dadurch bekommt man eben Kontrolle, Spin. Für Leute, die viel Power haben, ist der Extreme ein super Schläger. Hey Annelene, hallo. Glückwunsch dir nochmal zu dem Head Extreme Schlägertest in der leuchtend gelben Version. Ja, super cool. Wie hast du das Spielen mit dem empfunden? Also ich finde, man kann damit super gut spielen. Also an der 10 Gramm merkt man auf alle Fälle gar nicht. Man hat viel mehr Touch damit. Das finde ich auch. Wie war es in den Schlägen selber, im Ballwechsel selber? Fandest du, dass der irgendwann schwer in der Hand wurde? Fandest du, dass er dir gute Kontrolle gegeben hat? Ich finde, er gibt sehr gute Kontrolle und also man merkt das Gewicht wirklich nicht. Von daher kann man perfekt damit ein ganzes Spiel durchspielen und ja, die Grundschläge damit sind einmal frei. Zu dem Pro sage ich euch jetzt ein bisschen mehr und zwar weiß ich nicht, ob ihr es wisst, ich habe früher auch den Pro gespielt, bin dann zum MXG3 gewechselt. Und muss sagen, ich habe heute wieder so ein bisschen mit ihm geliebäugelt. Er lässt sich super spielen, ist schwer, das ist er definitiv, gibt dadurch aber auch mehr Kontrolle, ermöglicht viel Spin. Ich kann ihm wirklich empfehlen, gerade wenn ihr ein powervolles Spiel habt und wenn ihr Turnierspieler seid, kann ich euch den nur ans Herz legen. Es ist ein toller Schläger, Glückwunsch an Head, sehr gelungenes Design, super Spielbarkeit und meine absolute Empfehlung. Advantage You.